only myself to blame for the loss of my own. Oliver, it is you who taught me this. You have my thanks. You're welcome, Mr. Rashad. I will join you in the fight against Shuddar. Cool. The day will soon come when the clarion rings out across the land once more. Frisst der Bananen? Clarion? Jetzt? Oh, it's an old story from way back, that is, back when the world was at peace, like. The three kings of our world combined their skills and knowledge to create a flute that symbolized the great peace. The sound of this flute came to represent the unity of the nations of the world. Okay. How long is it now since the call of the clarion was heard? Not since the three kings got into a right old potch and fell out, I heard. Us, the clarion will ring out again, and we will be the ones to play it. Very well, daughter. Let us do our best. Let us help Oliver in his fight. Thank you so much, Mr. Rashad, sir. Bitte nimm mich mit, Oliver. Ich will dir dabei helfen, Shadar zu besiegen. Ja, genau, das habe ich im Trailer schon gesehen. Ich habe auch so einen Vertrauten wie du, der mir zur Seite steht. Hier. Ah, der Bräuler. Den kriege ich auch in Gold. Wow, du kannst auch mit Vertrauten kämpfen, Esther? Das kann sie. Esther ist sehr geschickt darin, Vertraute zu trainieren und einzusetzen. Sie ist also mehr eine Vertrautenhüterin als eine Zauberin, oder? Auch gut. Immer praktisch, jemanden dabei zu haben. Das ist mein Bräuler. Sie heißt Überenike. Sag hallo, Überenike. Esther und die Vertraute haben sich deiner Gruppe angeschlossen. Ja, Gruppe. Das wäre geklärt. Dann mal zur Sache. Du weißt, warum Oliver hier ist. Stimmt's, Rashid? Treffchen. Das weiß ich. Du willst die Künste der Weisheit, der Weisen erlernen, oder nicht? Ja. Dann wirst du diese Zauber benötigen. Drahtzieher. Okay. Geheime Zutat. Und magisches Licht. Ach du meine Güte. Schockwelle. Ah, Elektrozauber. Okay. Danke, Herr Rashid. Es freut mich, dass es dir nicht an der benötigten Entschlossenheit mangelt. Schließlich bist du aus einer anderen Welt hierher gereist, um dich Shuddar zu stellen. Das wussten Sie? Dass ich aus einer anderen Welt komme, meine ich? Hm? Deine Taten haben mir deine Herkunft enthüllt. Was? Deine Herkunft enthüllt. Du hast Esther geheilt, was mir nicht möglich war. Daraus habe ich geschlossen, dass du ihrer Seelenverwandten in der anderen Welt geholfen haben musst. Und nur jemand, der aus dieser anderen Welt stammt, konnte dies vollbringen. Wow, Oliver! Ach nein, nee, wow! Oliver ist aus einer anderen Welt? Einer der anderen Welten, von denen du mir erzählt hast, Vater? Und er hat mich gerettet. Ja, es ist seltsam. Es kommt mir so vor, als wäre ich dir in meinem Traum begegnet. Oliver, es scheint Dinge zu geben, die nur jemand wie du vollbringen kann. Du kannst unsere Welt vielleicht helfen. Ich werde dich dabei unterstützen. Vielen Dank, ich werde sie nicht enttäuschen. Ich werde Shuddar besiegen. Vielleicht, aber du musst noch viel lernen. Solange du die magischen Künste nicht perfekt beherrschst, besteht für dich keine Hoffnung, ihn zu besiegen. Die vier großen Weißen konnten den dunklen Djinn nicht besiegen. Ein einfacher Junge benötigt mehr als nur Enthusiasmus, um dies zu bewerkstelligen. Was meinst du? Es wird binnen kürzester Zeit eine Mordsladung Erfahrung scheffeln müssen, oder? Das muss er in der Tat. Erfahrung, die er durch die Prüfungen der Weißen erlangen kann. Oliver, du musst dich ihnen stellen. Prüfungen? Wo muss ich diese Prüfungen machen? Im Norden der Wüste. Im Norden der Wüste, im Tempel der Prüfungen. Im Tempel der Prüfungen? Du meinst. Genau, die Heimatstadt des überragenden Weisen, des Meisters der Vertrauten. Auch du hast noch viel zu lernen, Esther. Nur wer den Segen des überragenden Weisen hat, darf die Tore des Tempels öffnen. Ich werde euch begleiten. Danke, Vater, du wirst die Prüfungen meistern, Oliver. Das weiß ich einfach. Danke, Esther, und danke, Herr Rashid. Ah, okay, der Rest mit mir. Der hat aber nicht zufällig auch einen Vertrauten? Nee. Ah, der Bräuler ist schon Stufe 10. Sehr schick. Flintspeer. Frostspeer. Getragen im Beutel. Nee, Moment. Hä? Hattest du nicht? Mit dir habe ich den Flintspeer. Ach so, stimmt.
Genau, damit der Angriff steigt. Dann kriegst du den Frostspeer. Schuppen. Nee, habe ich leider nicht. Genau, den Bräuler kriege ich auch durch die Wizard Edition in Gold. Was sehr, sehr cool ist. So. Da ist noch der Barbenbazar. Der Barbarenbazar steht vor der Tür. Was soll ich Ihnen dieses Jahr schenken? Sie sind ja ganz aus dem Häuschen. Natürlich, junger Mann. Der Barbarenbazar öffnet bald. Dann werde ich das unschätzbare Vergnügen haben, Geschenke für meine Enkelkinder zu kaufen. Ja, Regie, wie viele Enkelkinder haben Sie denn? Na, einen Moment. Wenn man die mitzählt, die übers ganze Land verstreut in anderen Städten leben, dann so um die 30. Herr Jemine, so viele? Das sind aber ziemlich viele Geschenke. Mag schon sein, aber für jedes bekomme ich im Gegenzug ein unbezahlbares Kinderlachen. Und ihr Glück ist meines. Möge die Vorräte sie behüten. Verdammt, der Mann ist ja fast ein Heiliger. So viel Güte findet man bloß alle Jubeljahre. Meinen Sie, dass Sie uns vielleicht mit etwas helfen könnten? Es könnte Leute retten, die in Schwierigkeiten sind. Könnte es? Aber ja, bitte sagen Sie, dass Sie uns helfen werden. Ist ja schon gut, weil du so nett gefragt hast. Vielen herzlichen Dank. So, jetzt können wir mal was anderes außer Enthusiasmus sammeln, sondern auch mal Güte. Sehr schick. Warmherzige Geschenk der Großzügigkeit. Güte! So, das habe ich vorhin schon gesehen. Das will ich natürlich auch haben. Du warst der mit dem Essen. Du warst die Dame mit dem, was auch immer. Du bist neu, junger Mann. Nein, du kriegst es nicht zurück. Ich bin noch nicht damit fertig. Was ist los mit dir? Gestern hast du mir gesagt, dass du es zurückgeben wolltest. Hey, ihr zwei, hört mit der Streiterei auf. Was ist denn los hier? Das Problem ist, dass dieser Dieb hier mir das Bilderbuch nicht zurückgeben will, das ich ihm geliehen habe. Es ist doch nur ein Bilderbuch und noch dazu ein ziemlich schlechtes. Wen interessiert's? Mich interessiert's. Das war ein Geburtstagsgeschenk. Du musst es zurückgeben. Ach, lass mich in Ruhe und verschwinde. Verflixt, entweder hat ihm einer das Herz gebrochen und jeden Tropfen Güte rausgepresst, oder er muss mal kräftig übers Knie gelegt werden. Meinst du, dass er ein gebrochenes Herz hat? Aber er wirkt so peppig. Naja, es kommt auf an, welcher Teil vom Herzen geklaut wurde. Kann mit einer Persönlichkeit die verschiedensten Sachen anstellen, weißt du? Wie auch immer. Viel wichtiger ist doch, dass wir da jetzt unternehmen sollten, einen kleinen Buch wieder zu kriegen. Aber sicher, ich will nicht, dass sie aufhören, Freunde zu sein. Wunderbar, dann müssen wir eine Portion von der guten alten Güte suchen. Hab ich doch schon. So ein Zufall, dass ich Güte dabei habe. Kaum finde ich welche, muss ich sie auch schon wieder abgeben. Aber es bringt mir zwei Stempel ein, das freut mich sehr. Dann fehlt mir nämlich nur noch eine und dann kann ich mir Springen holen. Was zwar nicht wirklich viel bringt laut dem Ding, aber ist mir egal. Was ist passiert? Ich wollte das Bilderbuch zurückgeben, aber dann... Wirklich? Du wolltest es zurückgeben? Aber natürlich, ich gehe gleich los und hole es. Bitte entschuldige, dass ich so egoistisch war. Vielen Dank, dass ihr mir geholfen habt, wieder normal zu werden. Bitte nimm dieses kleine Geschenk an. Zwei Tassen starken Kaffees. Sehr schön. So, da vorne ist noch ein Topf. Mit einem Weißbrot. So, jetzt schaue ich nochmal. Auf der anderen Seite ist noch was. So, gute Frau. Oder Mann, oder was auch immer. Verflixt, mir fehlen die nötigen Zutaten. Was soll ich tun, was soll ich tun? Stimmt etwas nicht? Ich konnte das Rezept für das berühmteste Kuhweidi-Gericht in meinen Besitz bringen. Aber ich verfüge nicht über die erforderlichen Zutaten. Was für ein Gericht ist das denn? Es wird Tikka Mahala genannt. Dem Rezept nach zu urteilen, ist es ein aufwendiges und raffiniertes Curry aus dem zartesten und saftigsten Rindfleisch. Flex, das klingt echt köstlich. Da läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Wollt ihr es probieren? Wenn ihr die Zutaten für mich sammelt, wird euch die Ehre zuteil, seit ewigen Zeiten die Ersten zu sein, die das Tikka Mahala kosten. Okay. Danke, du bist ein wundervoller und hilfreicher junger Freund. Hervorragend. Bin immer noch nicht sicher. Bist du ein Typ? Du bist doch ein Typ. Okay.
Benötige Hervorragend. Um dieses Meisterwerk zu brennen, benötige ich etwas Reis, etwas zartes Fleisch und eine Prise der Würze des Lebens. Würze des Lebens? Wo bekommen wir die denn her? Ich fürchte, ich weiß es nicht genau. Aber ich habe gehört, dass jemand, der scharfe Scheich genannt wird, irgendwo in dieser schönen Stadt lebt. Na, klingt doch nach einem guten Ausgangspunkt, nicht? Dann machen wir mal Tempo und suchen uns einen Scheich, oder? Wenn ihr noch irgendwelche Auskünfte benötigt, dann zögert nicht, mich zu fragen. Viel Glück, Freunde. Okay. Ja, ich sehe noch, da sehe ich ein grün blinkendes Ding. Da gibt es dann bestimmt wieder Güte, die ich da ein Stück weiter unten wieder brauche. Wo war's denn? Wo war's denn? Da. Ach, das ist die Frau hier, die blöd klatscht in der Gegend. Bei den Bärten der Vorväter. Wir haben sie letztes Mal so hart bestraft und trotzdem sind sie zurück, um auf den Feldern noch mehr Chaos zu säen. Was ist denn los? Es ist schrecklich. Wilde Kreaturen, die nichts Gutes im Sinn haben, laufen auf unserem wertvollen Barbarenfeld Amok. Wenn das so weitergeht, habe ich keine andere Wahl, als Nacht für Nacht durch eben diese Felder zu patrouillieren, auf denen ich tagsüber arbeite. Mann, oh Mann, das klingt nicht gut. Sind diese Kreaturen gefährlich? Gefährlich? Die würden meine Existenzgrundlage von den Bäumen pflücken und fressen. Ich habe keine andere Wahl, als sie von meinem Land zu vertreiben. Wow, sie sind ganz schön mutig. Schon, gell? Nicht jede Frau in dem Alter würde abends noch losziehen, um Monster zu verkloppen. Ich sagte, die hat was in rauen Mengen, Mann. Genau, Mut. Das ist die tapferste Dame, die ich je gesehen habe. Sagen Sie, wäre es möglich, dass Sie uns etwas von Ihrem Mut leihen könnten und damit Leuten in Not zu helfen? Leuten in Not? Ein Kind in deinem Alter zu sehen, das bestrebt ist, Gutes zu tun, ist schon etwas Feines. Nehmt von mir, was ihr wollt. Vielen Dank, gnädige Frau. Sehr schön. Ach ja, wegen der Tussi, genau. Ich habe im Trailer eben gesehen, dass wir mit der unterwegs sind. Deswegen wusste ich schon, dass die mit mir kommen wird irgendwann. Und ich weiß noch den dritten im Bunde. Den kenne ich leider auch schon. Gehe ich zumindest stark von aus. Wie seltsam, mein Herz fühlt sich leicht an. Aber auch warm. Ein komisches Gefühl, aber keineswegs unangenehm. Wäre das denn alles? Schön. Ja. Das wäre alles. So, das werde ich wahrscheinlich hier brauchen, bei dem Herren. Ach, ich fühle mich so ausgebrannt. Wo ist nur das Feuer geblieben, das einst in mir loderte? Sind Sie krank? Krank? Das ist schlimmer als eine Krankheit, Junge. Viel schlimmer. Ich habe satt, Gewürze zu mischen. Und Gewürze mischen ist mein Leben. Ach, das ist der scharfe Scheich. Schick? Na nun, das ist doch bestimmt dieser scharfe Scheich, von dem man uns erzählt hat, oder? Wahrscheinlich schon, oder? Aber mit dem Kerl stimmt irgendwas nicht. Der Sache gehen wir besser auf den Grund, ne? Sollten wir. Aber warum haben sie denn keine Lust mehr, Gewürze zu mischen? Warum? Es gibt kein Warum. Das ist einfach nur Leere. Aber sie sind doch wegen ihrer Gewürzmischungen überall bekannt, Herr Scheich. Haben sie denn keine Kunden, die auf ihre Dienste zählen? Vielleicht. Aber ich kann mich einfach nicht überwinden, ihre Aufträge zu erledigen. Ich kann mich ja kaum dazu durchringen, morgens aufzustehen. Herrje, wir hatten eigentlich gehofft, dass sie uns ein paar Gewürze mischen könnten. Aber anscheinend geht's ihnen wirklich nicht gut. Ich will mich einfach nur ausruhen. Bitte belästigt jemand anderen. Aber... Spar dir die Worte, Olli. Der olle Kerl hat ein gebrochenes Herz. Echt? Ja, hat kein bisschen Enthusiasmus mehr, wenn ich mich total daneben liege. Wir müssen ihm helfen, Tröpfchen. Oh ja, Olli, ganz genau. Besorgen wir dem Scheich die Prise Pfeffer im Hintern, die er braucht, um seine Gewürze zu mischen. Gut, dass ich noch zufälligerweise ein bisschen Enthusiasmus in der Tasche habe. Das ich bis jetzt noch nicht gebraucht habe. Jetzt frage ich mich, wenn ich den Enthusiasmus aus der ersten Stadt nicht mitgenommen hätte. Müsste ich jetzt quasi wieder zurücklatschen. Bei den Bärten der Vorväter, was spüre ich denn da? Ich fühle mich so lebendig. Und mehr als je zuvor in meinem Leben verspüre ich den unwiderschädlichen Drang, Gewürze zu mischen. Prima, wir haben es geschafft, Tröpfchen. Schicke Arbeit, Olli. Ich verstehe das nicht. Habe ich euch das zu verdanken? Dann stehe ich in eure Schuld. Ich muss euch belohnen. Hier, bitte nehmt das als Dank an. Zwei Sandwiches. Sehr gut. Und wir haben noch eine Stempelkarte voll. Sehr schön. Und wenn ihr irgendwelche Würzwünsche habt, wäre es meine Ehre, sie anzuhören. Ich will nur noch meinem wundervollen Mischmädchen nachgehen. Das haben wir tatsächlich. Könnten Sie uns ein bisschen von Ihrer Spezialität mischen? Der Würze des Lebens? Meine Würze des Lebens? Wer hat euch davon erzählt? Ruhig, Blut. Der Typ mit dem Currybude hat uns darum gebeten. Er braucht Zutaten für sein Tikka Mahala. Nun gut, wenn das alles ist, wofür ihr sie braucht, komme ich
eure Bitte mit Freuden nach. Aber ich habe nicht alle nötigen Zutaten. Ihr müsst mir die fehlenden besorgen. Sicher, was brauchen Sie denn, Herr Scheich? Für so eine starke Mischung brauche ich eine Gelbwurzel und 3 großzügige, riesenscharfe Samen. Alles klar, vielen Dank, dass Sie uns helfen wollen. Nicht der Rede wert, mein Junge, es ist mir ein Vergnügen. Kommt wieder her, wenn ihr die benötigten Zutaten gefunden habt. Sehr schön. Dann haben wir jetzt dann nochmal eine Quest. Ach du meine Güte. So, jetzt muss ich gerade nochmal gucken. Da vorne war noch einer. Und der braucht bestimmt wieder den Mut, den ich noch dabei habe. Hab ich recht? Oh, ich habe ja solche Angst. Ich kann einfach nicht gehen. Ist etwas nicht in Ordnung? Sie wirken ein bisschen unglücklich. Das bin ich auch, mein Junge. Willst du meine traurige Geschichte lauschen? Ja, sicher. Danke sehr. Du bist ein gutherziges Kind. Weißt du, ich verkaufe Al-Kuwaits feinste Milcheiscreme. Ich war im Begriff, eine Reise anzutreten, auf der ich erforschen wollte, wie ich meine Ware noch erfrischender und wohlschmeckender machen kann. Ach, das waren Sie? Wohin soll es denn gehen? In ein Dorf im Reich des Eises, weit hinter dem Horizont. Die Leute dort kennen sich mit Eis sehr gut aus und ich hoffe, von ihnen zu erfahren, wie ich meine Ware noch weiter verbessern kann. Das ist fantastisch. Es braucht viel Mut, um die große, weite Welt hinauszuziehen. Viel Glück. Du verstehst nicht. Ich kann nicht mehr auf diese Reise gehen, obwohl ich so viel Zeit und Mühe in die Vorbereitung investiert habe. Was? Warum denn nicht? Hast du nicht eben gesagt, dass du dich der Reise entschlossen hast? Ich bin von panischer Furcht erfüllt. Gerüchte über wilde Bestien, die durch das Land streifen, ängstigen mich. Ich kann mich einfach nicht aufraffen. Was ist nun mit mir geschehen, wo ich doch einst so mutig war und so sehr danach strebte, die nächste Stufe der Eiscreme-Entwicklung zu erklimmen? Das sieht mir gar nicht nach einem ganz normalen Sinneswandel aus, oder Tröpfchen? Meinst du, er hat ein gebrochenes Herz? Das kann gut sein, Olli. Braucht ein bisschen Mut, der Gute. Und ohne den wird das nichts mit seiner Eiscreme-Revolution. Ganz schön traurig. In dem Zustand können wir ihn nicht zurücklassen. Wir müssen etwas Mut für ihn auftreiben. Schick, dann legen wir mal los, oder? Gut, dass ich den Mut schon dabei habe. Was für ein Zufall. Eieiei. Ja, es lohnt sich immer, die Sachen gleich mitzunehmen. Bei den Bärten der Vorväter, ich bin von kolossaler Kühnheit erfüllt. Ich fürchte weder Mensch noch Bestie. Ich vermag jedes Leid zu ertragen, wenn meine Anstrengungen dazu beitragen, die Entwicklung der Eiscreme voranzubringen. Schick, sieht so aus, als ob da einer wieder ganz der Alte wäre. Genau, es geht Ihnen jetzt viel besser, oder? Besser? Es geht mir besser als besser. Besser als besser. Ich muss sofort zu meiner Reise aufbrechen. Ihr habt meinen Dank, auch wenn ich damit nur einen Bruchteil meiner Dankbarkeit zu zeigen vermag. Bitte nehmt euch doch dieses Geschenk. Ach, egal. Wir haben es geschafft. Wir haben nochmal 2 Verdienststempel. Wir plündern den Krug. Und dann will ich nochmal schnell schauen. Genau, das links braucht Gewürze. Das ist das Essen. Das ist die Frau... Ich weiß gar nicht mehr, was die wollte. Und noch mehr Zutaten. Ich werde jetzt noch einmal schnell, bevor ich die Aufnahme beende... Also es gibt nichts mehr, was ich mir holen könnte. Momentan. Einmal hier rein. Werde nochmal schnell das Brett angucken. Ob es da noch was gibt, was ich übersehen habe. Ja, der König des Curry. Ach nee, habe ich ja schon. Gut. Nichts quasi, was mich überraschen würde. Das habe ich schon erledigt. So, Monsterjagd. Ha, eine wertvolle Wurzel. Im Hochland südlich des Goldhains, im Sommerland. Ein Knopfkopf ist südlich des Goldhains erschienen. Die Wurzeln dieser Kreaturen erzielen immer einen guten Preis. Nehmen wir doch an. Gibt bloß 2 Stempel, gibt 3 Stempel, okay. Endlich haben wir den Schurken, der die Barbaren stiehlt. Er ist furchtbar flink zu Fuß, also lass ihn nicht entwischen. Werden wir auch übernehmen. Wir fordern unsere Belohnung ein. Und zwar... Oder hole ich mir das? Habt ihr den mit Kreis während des Laufens zu springen? Nicht sehr nützlich, aber es macht Spaß. Hm.
werde mir erst das holen. Sorry. Einfach deswegen, weil ich ja jetzt Sachen sammeln muss, Zutaten und so. Und ich das gut brauchen kann. So, jetzt werde ich aber hier direkt hier drin speichern. Werde die Aufnahme beenden, obwohl ich jetzt eigentlich noch... Ich will eigentlich noch weiter zocken, aber... Ja, die gute Zeit fehlt mir dafür. Heute zumindest. Morgen vielleicht wieder. Und dann werden wir rausgehen mit unserer neuen Gefährtin. Wir sind ja jetzt zu zweit. Und werden auf ein paar Monster jagen. Und vielleicht gehen wir nochmal in den Goldhain zurück. Bleibt einfach dran.